Wir Frauen heutzutage sagen, wenn wir in der Wissenschaft erstmal angekommen sind, wir brauchen das alles gar nicht, diese Frauenförderung. Meines Erachtens nach ist es aber tatsächlich eine unglaubliche Hilfe, die man annehmen kann und mit wenigen Schritten so viel mehr erreichen kann über ein gezieltes Networking und die entsprechenden Role Models, die damit verknüpft sind. Die auch zu Geschlechterverhältnissen in der Wissenschaft gearbeitet hat. Aber ich denke, es ist immer noch zutreffend. Das werden wir gleich an den Zahlen sehen. Das IRENGELIO-Curie-Programm ist eingebettet in dem Prisma-Exzellenz-Cluster. Unsere Zielgruppe sind alle Masterstudentinnen, Doktorandinnen oder Postdoktorandinnen. Ja, also das Curie-Programm ist dafür da, die Frauen von Prisma zusammenzubringen und über Themen zu diskutieren, die für alle interessant sind, wie zum Beispiel die Möglichkeiten von Mentoring oder Coaching. Bei diesem Kio-Veranstaltung wollen wir Ideen sammeln, was überhaupt dieses Programm machen kann, was an der Uni noch nicht in der Form angeboten wird, sodass wir bestehende Angebote eben ergänzen können und vielleicht mit Hilfe der Social Media was komplett Neues schaffen können. Als Maßnahme haben wir schon angefangen mit einem Blog. Da werden Themen behandelt, die nicht direkt mit der Physik zu tun haben, sondern vielmehr um die verschiedene Karrierephase von einer Wissenschaftlerin, wie zum Beispiel, wie positioniere ich meinen Lebenslauf, sodass das stark aussieht. Also ich bin heute Morgen erstmal, wenn ich das sagen darf, mit einer etwas ablehnenden Haltung hierher gekommen. Bin jetzt positiv überrascht, auch weil es eventuell Dinge gibt, für die ich gar nicht sensibilisiert war. Also ich finde es schön zu sehen, wie viele Frauen sich dafür interessieren, für dieses Thema. Und auch ja, in den Diskussionen hat man das ja gemerkt, auch aktiv da irgendwie mitgestalten wollen und auch Ideen haben. Heute Morgen war ich in einer Diskussionsrunde mit Studentinnen und Doktorandinnen, in der allgemeine Ideen gesammelt wurden. Dann später an einem Tisch, an dem es um Vereinbarkeit von Familie und Karriere in der Wissenschaft ging. Für mich ist immer so eine gute Sache, ist dieses, was man unter Networking versteht, also dass man andere Frauen, die in der Physik arbeiten, kennenlernt und dass man auch sieht, wie die ihre Karriere gemacht haben, wie die erreicht haben, was sie erreichen wollten und dass man auch dann ein Gefühl dafür kriegt, dass man das selber vielleicht auch schaffen kann.